Hallo, mein Name ist Thorsten Fehl. Ich bin hier in der Spielbohrkolonne. Wir sind hier heute in Gengenbach, haben eine Spielbohrung gemacht unter der Bahngleise. Und da muss man ein Stahlrohr einziehen, einen Durchmesser von 160 mm. Wir stechen ein mit einer Lanze in einer Stadtgrube, kommen dann an der Zielgrube raus, in der bestimmte Tiefe. Den Aufweitkopf kann man nach beliebiger Größe drauf machen und dann zurückziehen, damit aufweiten. Aufweite ist einmal zurückschieben und dann wieder vorschieben. Und wenn wir dann vorne angelangt sind wieder, dann tun wir vorne das Stahlrohr, in dem Fall jetzt halt hier, wieder anbauen. Und dann ziehen wir das Rohr mit dem Gestänge nach hinten. Jetzt, wenn der Bohrer durch ist, dann müssen wir halt die Stahlrohre runterlassen und die werden verschweißt, ein Stück nach dem anderen Stück, ja, und werden das hineingezogen.